Also wir waren am 6. Jänner im Bereich von den Grinningköpfen unterwegs. Das Wetter war bewölkt, es hat geschneit und es hat einen Wind gehabt, also einen ziemlich böigen Wind. Wir haben eine Lawinenwarnstufe gehabt von 3 bzw. 4 überhalb von 2000 Meter. Wir haben uns ungefähr knapp unter 2000 Meter, 1900 Meter ungefähr bewegt. Also wir waren an dem Tag schon 3-mal in dem Bereich unterwegs. Wir haben schon 3 Abfahrten gemacht. Das war dann die geplante 4. Abfahrt. Wir wollten hinter so einem speziellen Trichter, den wir den ganzen Tag schon gemieden haben, einfahren. Genau in dem Moment, wo ich schon den ersten Schritt in der Rinne gesetzt habe, ist die komplett abgerissen. Das hat mich sofort auf den Rücken gezwungen. Ich habe dann probiert, noch die Ski gerade zu stellen oder nach unten zu stellen, damit die nicht komplett unkontrolliert über den Felsen unter mir drüber fallen. Und ich habe ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass ich vielleicht danach nach rechts ausweichen kann. Ich habe dann aber überhaupt keine Chance gehabt. Ich bin über den Felsen runtergefallen. Die Situation, wo ich noch gemerkt habe, es wird wirklich heikel, war, wo der ganze Trichter gerissen ist. Da, wo ich wirklich den Kontakt zum Boden verloren habe, da, wo ich gemerkt habe, dass ich keine Kontrolle mehr habe. Und weil ich mir im Hinterkopf gehabt habe, dass wo der Trichter eben hinlaufen wird, habe ich sofort gewusst, jetzt muss ich einen Airbag ziehen. Allein als Schutz, wenn ich einen Stein oder so triff. Also das habe ich wirklich, das ist innerhalb von Bruchteilen von Sekunden ist das passiert, dass ich nachher wirklich ausgelöst habe. Da habe ich nicht lange überlegen müssen. Also im Zeitpunkt, wo die Lawine in Bewegung war, weil es mir vorkam, war immer ganz unten. Und ich hab nur die Bilder im Kopf gehabt, so, dass erst wenn die Lawine langsam zum Stillstand kommt, wenn bist du mit dem größten Volumen das Teilchen, was am weitesten oben liegt. Das habe ich gewusst oder das habe ich mir erinnert und deswegen habe ich mir auch gedacht, jetzt wird es sicher ungemütlich durch die Rinne durch, weil es sind in der Rinne selber ein paar Steine am Boden und eben links und rechts die Wände. Und da habe ich einmal wirklich einen brutalen Zusammenstoß gehabt und ich weiß nur, auf der Schulter habe ich einige Prellungen, Schnittwunden, Jacken sind kaputt, der Rucksack selber hat auch Beschädigungen gehabt. Und ich habe zwar immer einen Helm auf, aber das Genick ist eigentlich relativ ungeschützt und durch das bin mir ziemlich sicher, dass mir das wahrscheinlich von einer schlimmen Verletzung geholfen hat. Ich habe wirklich alle Dimensionen verloren. Ich habe nur gemerkt, wie lang und wie schnell und wie viel Druck das alles gehabt hat, dass das eigentlich massiver oder größer sein muss. Da habe ich nachher wirklich schon gemerkt, dass es schlimm wird. Und ich glaube, der Airbag hat mir das Leben gerettet. Erst ungefähr 2-3 Meter, bevor sie wirklich zum Stillstand gekommen ist, war ich nachher oben auf. Ich habe mich dann, weil der Schnee eben so leicht und so Pulver war, alle die vielleicht selber befreien können. Da habe ich nachher gemerkt, dass ich noch einen Ski anhabe. Den habe ich schnell ganz gut ausziehen können. Ich habe mich nachher selber befreit. Ich habe die Rinne gesehen und habe mir gedacht, ja, die könnte eventuell reißen. Und bin dann trotzdem drüber gequert. Und das war so eine dumme Entscheidung. Und im Nachhinein kann ich selber nicht verstehen, dass ich das gemacht habe. Ich rate es wirklich jedem. Die Entscheidung, das ist so eine schnelle Entscheidung. Man fährt irgendwo rein, das geht immer von Sekunden. Die wirklich nochmal 2-3 Mal überdenken. Und das ist wirklich nicht wert, für eine Abfahrt sein Leben aufs Spiel zu setzen.